Morgen, wir sitzen gerade noch beim Frühstück. Die Renault Zoe ZE50 steht in der Einfahrt. Und wir machen mit euch einen spannenden Ausflug. Spannend deshalb, weil das Auto so spannend ist. Wir zeigen das euch im Detail. Alles, was dazugehört, alles, was ihr wissen müsst und wissen solltet. Und noch einiges mehr. Los geht's! Ja, liebe Freunde, ich weiß ja nicht, ob Sie es schon wussten, aber das Video von der Renault Zoe, von der ersten Renault Zoe, das ist das zweite Video gewesen, das überhaupt von uns gemacht wurde. Also 2016 gab es das erste Video, war der Nissan Leaf, dann die Renault Zoe. Und danke mal an alle, die seit damals schon mit uns mit dabei sind. Es gibt jetzt ganz viele fancy YouTube-Kanäle, die sich jetzt plötzlich dem Thema E-Mobilität verschrieben haben. Ist doch super gut so, das zeigt, dass das Thema breit wird. Aber Dankeschön an alle, die mit uns schon seit 2016 dabei sind. Ganz cool, das erste, was wir euch zeigen können, der neue Renault-Schlüssel, sieht so aus. Und ich brauche das Ding eigentlich nur in der Tasche mitführen. Wenn ich mich dem Fahrzeug nähere, sperrt er auf und ich kann sofort einsteigen. Ja, gleich ein wunderschöner Innenraum beim Renault Zoe und das ist das, was mir am meisten auffällt, diese Veränderung im Innenraum. Die zeigen wir euch natürlich im Detail, alle Neuheiten, aber jetzt fahren wir erstmal los und dann hören wir uns gleich wieder. Also im Prinzip ist ja die Renault Zoe eine alte Bekannte. Wir kennen das Design aus der ersten Generation noch. Ein bisschen was hat sich natürlich verändert und gerade diese Generation 1920, die gerade jetzt auf den Markt kommt, zeigt das neue Scheinwerferdesign diesen Knick nach unten. Das macht die Zoe, finde ich, ein Stück erwachsener, also nicht mehr ganz so jugendlich, etwas wertiger wirkt das alles. Ja. Es ist ein Voll-LED-Scheinwerfer, also die Technik vom Licht her ist natürlich weitaus besser als die von der ersten Generation. Da musste man noch mit diversen Ersatzlampen aus dem Zubehörhandel sich das Licht etwas verbessern. Mittlerweile hat man hier ein super Licht bei der Renault Zoe. Auch die Nebelscheinwerfer hier unten tragen das ihrige dazu bei, nämlich die übernehmen die Funktion eines Kurvenlichtes. Das heißt, wenn ich in eine Kurve einlenke, schaltet sich das Nebellicht mit dazu und man hat jetzt bei höheren Geschwindigkeiten ist das Ganze etwas relativ, aber beim Rangieren auf Parkplätzen ist das echt ein Komfort plus, weil man hier sieht, wo man hinfährt. In der Mitte trägt die Renault Zoe ganz selbstbewusst das große Renault-Logo, das noch dazu etwas 3D hervortritt hier aus dem Design. Sieht wirklich sehr, sehr selbstbewusst aus und gefällt uns grundsätzlich super. Auch der Zoe-Schriftzug hier unten, der ist selbstbewusst zur Schau gestellt. Zoe, Zero Emission Fahrzeug, das soll hier natürlich jeder sehen und wissen. Die Seitenlinie der Renault Zoe ist natürlich gleich geblieben, alles beim Alten. Ein Kleinwagen natürlich, gefällt uns aber sehr, sehr gut von dem abgesehen. Auch die Alufelgen gibt es hier in einem neuen Design auch für die Renault Zoe. Sind nicht ganz so pflegeleicht, also ich habe hier ganz schön herumgeputzt, aber sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Die Türgriffe sind ganz klassisch zum Herausziehen, nicht wie bei anderen Elektrofahrzeugen, die hier vielleicht in der Tür verschwinden. Die muss man herausziehen, hat aber auch durchaus Vorteile im Winter und erhöht die Alltagstauglichkeit ungemein. Ja, das ist das Heck der neuen Renault Zoe. Auffallend hier natürlich das neue Design der Rückleuchten, die so auch wirklich ums Eck rumgehen, also von der Seite auch sichtbar sind und zu sehen sind. Ja. Ansonsten sehr viel gleich im Vergleich zur alten Zoe. Also der Gesamteindruck vom Fahrzeug von der Renault Zoe ist aus unserer Sicht ein sehr, sehr guter. Sieht nach wie vor sportlich aus, dynamisch aus, mit dem neuen Scheinwerferdesign noch mehr. Was haltet ihr vom grundsätzlichen Außendesign der Renault Zoe? Schreibt es uns in die Kommentare, würde uns sehr freuen, eure Meinung zu hören. Wir sehen uns nachher mal an, das Thema Fahren und das Thema Innenraum. Kommt alles noch auf uns zu, auch das Thema Laden werden wir jetzt angehen, weiter im Test. Ja, also hier im Innenraum, wie schon erwähnt, fühlt man sich einfach wohl in der neuen Zoe. Das ist das, wo sich am meisten getan hat mit dem Modelljahr 2020. Vor allem diese Recytex-Materialien hier, dieser graue Webstoff, der verbaut ist in den Sitzen, auch in den Dekorelementen im Armaturenbrett, den finde ich wirklich super hochwertig. Natürlich ist das zentrale Element hier
der große 9,3 Zoll Bildschirm in der Mittelkonsole. Hier kann man sich die Fahrzeugnavigation natürlich wunderbar groß und schön anzeigen lassen. Das ist das Haupteinsatzgebiet des Bildschirms hier in der Mitte. Natürlich kann man sich mit Widgets die Oberfläche zusammenstopseln, wie man möchte. Wenn man es haben will, ist das gut. Ich finde es ganz gut, so wie es ist mit der Navigation. Das finde ich minimalistisch und schön designt. Was auch super spannend ist, sind hier diese drei Drehregler aus Aluminium, Magnesium oder irgendeinem Material in dieser Richtung. Sieht einfach sehr hochwertig aus, wenn man hier drei Drehregler hat, wie in einem Klassiker, wie in einem 60er Jahre Jaguar oder was auch immer. Auf der linken Seite habe ich dann noch eine ganze Batterie an Knöpfen, die die Fahrsysteme auch steuern. Ich kann mir den Lenkassistent bzw. den Spurwechsel, den Spurhalteassistent aktivieren. Das ist aber kein Lenkassistent, also man kann hier nicht dem Renault oder der Renault Zoe das Fahren überlassen, sondern hier muss man ganz aktiv selbst lenken. Und nur wenn ich jetzt mich in Richtung Mittellinie oder Randlinie bewegen würde, dann gibt es eine Warnmeldung und lenkt vielleicht leicht gegen, aber das ist alles noch relativ weit entfernt vom Thema autonomen Fahren. Das hier nennt sich E-Shifter oder E-Shifter. Und hier kann man die Fahrstufen wählen, durch Vor- und Rückwärts bewegen. Und fühlt sich auch sehr gut an. Was auffällt, es gibt nicht nur die Drive-Stufe, die ich einlege, wenn ich nach hinten ziehe, sondern auch eine B-Stufe. Und diese B-Stufe besagt einfach das noch stärkere Rekuperieren. Also es wird noch stärker verzögert durch die Motorleistung. Der Motor wird zum Generator, erzeugt Strom, der wieder in den Akku zurückgespeist wird. Thema Bremsscheiben, sind jetzt vorne und hinten auch mit Bremsscheiben ausgestattet. Bei der alten Zoe gab es hinten noch Trommelbremsen, jetzt gibt es Scheibenbremsen rundum. Thema Laden, man kann natürlich auch das Handy laden. In der Renault Zoe, die gibt ein bisschen Strom ab, auch fürs Handy. Und hier hat man es ganz gut gelöst, das Thema, auch wieder mit einem induktiven Ladesystem. Ich brauche das Handy nur hier in der Mitte auf diese Fläche legen. Und es beginnt dann sofort zu laden. Auch eine gummierte Matte ist da, die dafür sorgt, dass das Handy auch am Platz bleibt und nicht herumfliegt. Also sehr gut gelöst. Dann gibt es noch ganz wichtig Becherhalter für hoffentlich Mehrweg-Trinkbecher und Wasser oder Getränke, die man sich mitnimmt, um auch unnötigen Müll auf den Reisen vermeiden zu können. Die haben hier wunderbar Platz. Hier vorne finden wir einen 12-Volt-Anschluss, wo man auch diverse Kühlboxen oder so anstecken könnte und zwei USB-Anschlüsse und einen Aux-In für einen MP3-Player. Also hier ist wirklich für Konnektivität gesorgt. Bluetooth kann die Zoe natürlich auch. Das heißt, das Handy ist ganz einfach zu verbinden und auch Musik abzuspielen. Das gehört natürlich für ein Fahrzeug 2020 zum guten Ton. Noch dazu für eines, das so wie die Renault Zoe ab 35.000 Euro circa kostet, in der starken Ausstattung mit der 136 PS Variante, und da will man fürs Geld natürlich auch etwas Luxus geboten haben. Also hier direkt vor dem Fahrer, das Display ist jetzt 10 Zoll groß, also auch wirklich super groß und lassen sich alle möglichen Details anzeigen. Jetzt diese Einstellung zeigt unten ein süßes kleines Fahrzeug, das ist natürlich die Renault Zoe in Silber. Und man sieht rechts, dass die Türe geöffnet ist. Also das ist der aktuelle Fahrzustand des Fahrzeuges, wird hier angezeigt. Rechts die Rekuperation oder Leistungsabgabe. Links auch der Akkuladestand und die Kilometer-KMH-Anzeige. Wenn ich hier am Lenkrad einen Knopf drücke, kann ich nochmal umstellen auf Musikinformationen zusätzlich oder auf diese Navigationsanzeige, wo dann die Karte in der Mitte erscheint und die Elemente links und rechts auch etwas kleiner werden, um mehr Platz zu bieten für die Navigationsanzeige. Zu den Komfortfunktionen nochmal ganz kurz. Es gibt Lenkradheizung und die ist wirklich super, mit einem Knopf hier links zu betätigen, und die fährt so richtig weg. Also da wird das Lenkrad ganz, ganz schnell warm, fast etwas zu warm, aber dann schaltet man es halt wieder ab. Aber es gibt eine Lenkradheizung im Gegensatz zum Tesla Model 3, wo es natürlich keine gibt. Und seht euch vielleicht auch unser zweites Video an, wo es darum geht, was kann die Renault Zoe besser als das Tesla Model 3. Ist auch einmal ganz interessant zu sehen, wie ausgereift die Renault Zoe eigentlich ist und wie gut sie sich schon über die Jahre an die europäischen Fahrverhältnisse auch angepasst hat und eigentlich wirklich super alltagstauglich ist.
Also von den Sitzen sind wir eigentlich sehr, sehr begeistert, sind super komfortabel. Wie gesagt, die Stoffe sind sehr, sehr schön, gefallen mir sehr gut. Der Fahrersitz ist nicht höhenverstellbar. Ja? Klar, weil hier drunten sitzen die Batterien und man konnte offensichtlich keine technische Lösung finden, den Sitz noch höhenverstellbar zu machen. Infolgedessen hat man nur eine Längsverstellung, aber keine Höhenverstellung. Mit dem Lenkrad in Verbindung mit der Lenkradverstellung sollte aber jeder seine optimale Sitzposition finden. Nur ganz tief sitzen kann man in der Renault Zoe nicht. Ja, hier im Fond des Fahrzeuges fühle ich mich eigentlich sehr, sehr wohl. Außer ich sitze auf dem Gürtelschloss, dann ist es nicht mehr so angenehm. Aber ich habe super viel und Platz und angenehm Platz für die Beine. Die Füße können sogar unter den Fahrersitz rein. Und hier habe ich auch noch Komfortabstand. Interessant auch, dass hier so eine Klappe ist oder ein Falz ist, wo man etwas reinstopfen kann in den Sitz, im Fahrersitz nicht. Und auch seitlich, nicht von oben. Witzig. Ansonsten muss man hier sagen, sitzt man sehr gut. Die Kopffreiheit ist für mich noch absolut ausreichend. Ich bin 1,73 groß, wie ihr schon wisst aus meinen Videos. Markus, unser Kameramann, ist 1,83 und der hat hier schon seine Probleme mit der Kopffreiheit. Muss eine verkrümmte Haltung einnehmen, um hier ordentlich Platz zu finden. Also die Renault Zoe ist hinten höchstens was für kleinere Menschen, Kinder vor allem auch. Ansonsten sollte man als Erwachsener möglichst vorne Platz nehmen. Das sind die weitaus besseren Plätze. Es gibt ein Isofix-System für die Kindersitze links und rechts im Fond und auch vorne auf dem Beifahrersitz gibt es ein Isofix-System, auch ganz interessant zu wissen, vielleicht für die Mütter und Väter unter euch, die mit dem Kind mit dem Sprössling dann unterwegs sein wollen in der Renault Zoe, dass auch vorne die Möglichkeit besteht, einen Sitz mit Isofix-System zu montieren. Jetzt sind wir auf der Autobahn, fetzen mit der Renault Zoe bei 130 km/h über die Piste. Gestern hatte ich einen Test gemacht bei 100 km/h, da habe ich einen Verbrauch festgestellt von durchgehend ca. 17 Kilowatt. 30 Kilowattstunden liegt ungefähr der Verbrauch bei 130 km/h. Kann man so sagen, dass der Verbrauch sich einfach verdoppelt von 100 auf 130 km/h. Aufgerechnet würden wir hier bei diesem Tempo 130 km/h 225 Kilometer kommen auf der Autobahn, bis der 52 Kilowattstunden Akku Pack der Zoe leer ist. Natürlich fährt man es nicht ganz leer, das heißt bei 45 Kilowattstunden wirst du wahrscheinlich dann schon wieder einmal eine Ladestation ansteuern. Also ca. 200 Kilometer Autobahnreichweite bei 130 km/h. Vielleicht sagen wir die Umgebungstemperatur noch dazu, 7 Grad Celsius Außentemperatur, die Klimaanlage ist auf 20 Grad eingestellt, also mit diesen Werten sind wir hier unterwegs. So, los geht's mit dem Thema Laden. Hier haben wir eine Taste, die öffnet vorne den Ladeport. Die Nase des Renault geht vorne auf und hinter dieser großen Klappe verbergen sich dann die Ladeanschlüsse. Bekannt war ja bei der Renault Zoe immer nur der AC-Ladeanschluss, wo immer 22 kW geladen werden konnten. Ganz am Anfang ging es mal 43 kW schnell. Aber zusätzlich haben wir jetzt hier einen DC-Port mit 50 kW Ladeleistung. Das heißt, die 52 Kilowattstunden Batterie kann man relativ schnell in einer halben Stunde von 20% auf 80% wieder bringen. Und hier kann ich jetzt meinen CCS-Lader von Smartrix mit 50 kW hier anstecken und bin wieder schnell unterwegs, kann wieder auf die Autobahn oder wo auch immer hin und meine Fahrt fortsetzen. Ja, diese DC-Ladeleistung, die werden die Zoe-Freunde natürlich sehr zu schätzen wissen, denn die konnten bislang von diesem doch mittlerweile sehr engem DC-Ladenetz nicht so profitieren. Nun kann auch die Zoe diese Ladestationen mit 50 Kilowattstunden nutzen und das werden die Zoe-Freunde der Zoe wirklich danken. Danke Renault! Ja, die Zoe gibt es jetzt mit zwei verschiedenen Motoren und zwar mit 109 PS und 136 PS. Kostenfaktor ca. 3000 Euro Unterschied,
Meiner Meinung nach sollte man die 3000 Euro in das bessere, in das stärkere Modell investieren, denn die 136 PS, die machen ganz schön Spaß, wenn man da auf das Gas bzw. auf das Strompedal drückt, da geht ordentlich was weiter. Auch die Ausstattung ist besser, also diese 3000 Euro sind definitiv gut angelegt. So, hier ist also der Motorraum der Renault Zoe in all seiner Pracht. Da unten drinnen sitzt der neue Motor, den Renault übrigens komplett selbst entwickelt hat wieder. Und ja, Stauraum gibt es hier keinen mehr, also kleinen Kofferraum vorne, das ist bei der Zoe nicht, den hast du nur hinten. Den möchten wir euch natürlich auch zeigen, nicht vorenthalten. Die Heckklappe schwingt weit nach oben auf und hier ist das Laderaumabteil. Der Renault Zoe ist eigentlich altbekannt, außer den Vorgängerversionen ebenfalls. Genau der gleiche Kofferraum wie bisher. Gut zu nutzen, weil er so tief ist, da bekommst du auch große, hohe Gegenstände rein. Die Rückbänke kannst du zwei Drittel, ein Drittel umlegen und hast dann natürlich noch mehr Laderaum. Ganz flach wird der Ladeboden dadurch natürlich nicht. Diese Kante der Rücksitzlehnen, die hast du immer drinnen. Ja, soweit zur Renault Zoe, was hinten alles reinpasst. Unser Fazit zur Renault Zoe. Wir finden das Auto nach wie vor genial. In unserem ersten Test 2016 könnt ihr nachsehen, wie viel Spaß es uns damals schon gemacht hat, mit der Zoe unterwegs zu sein. Und jetzt ist es ja noch viel besser geworden. Viel mehr Reichweite mit 52 Kilowattstunden kommst du bis zu 395 Kilometer weit. Auf der Autobahn jetzt bei wirklich winterlichen Bedingungen kann man sagen, immer noch 200 Kilometer, 220 Kilometer. Das sind schon Werte, mit denen man super, super im Alltag unterwegs sein kann. Und noch dazu, die Zoe ist wirklich ein ausgereiftes Auto, wirklich perfekt für unsere europäischen winterlichen Fahrbahnbedingungen teilweise, also ganz tolle Sache. Was wir nicht ganz so gut oder ausführlich testen konnten, war das EasyLink-System, die Verbindung mit der App, die wird in Österreich erst freigeschalten. Wir haben euch schon vor einem Jahr, vor über einem Jahr, kurze Ausschnitte zu dieser Navigationsführung in Verbindung mit der App gezeigt. Das wird eine ganz feine Sache, da kannst du deine Route aussuchen und die Route dann ans Fahrzeug senden, die Zoe übernimmt die dann gleich und du kannst losstarten. Das sind Dinge, die wir jetzt im Detail nicht so testen konnten. Apple CarPlay und Android Auto sind auch mit an Bord, von daher ist da wirklich eine runde Sache, ein gutes Paket mit der Zoe im Anmarsch. Danke auf jeden Fall Renault fürs zur Verfügung stellen dieses Pressefahrzeugs. Echt eine Freude gewesen, mit dem Teil unterwegs zu sein. Ein total entspanntes Erlebnis für uns. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ja, zu den Preisen noch ganz kurz. Wenn ihr die Renault Zoe kaufen wollt, gibt es natürlich diese zwei Varianten mit der stärkeren und mit der schwächeren Motorvariante. 33, 32, 33 bis 35, 36.000 Euro. Dann kannst du dir noch 10.000 Euro runterziehen, wenn du die Batterie nicht gleich mitkaufst, sondern das Mietmodell wählst. Da wird es dann günstig, da kommst du mit der Förderung dann unter 20.000 Euro. Auch eine ganz feine Sache, so günstig mal unterwegs zu sein. Natürlich hast du dann die monatliche Miete zu zahlen. Oder du gehst den einfachsten Weg und checkst dir gleich mal, in unserem Link unten haben wir es verlinkt, InstaDrive, wo du dir das Fahrzeug einfach mieten kannst, über mehrere Jahre und auch hier einfach einen Fixpreis zahlst und alles mit drinnen hast. Ja, diese Möglichkeiten gibt es, mit der Zoe unterwegs zu sein. Fahrt sie auf jeden Fall Probe, falls ihr euch überlegt, ein E-Auto jetzt anzuschaffen. Wirklich ein sehr ausgewogenes, rundes Paket mit ganz viel Erfahrungswerten von Renault im Hintergrund, was E-Mobilität betrifft. Das war's von unserer Seite. Danke fürs mit dabei sein. Danke fürs Abonnieren des Kanals. Freut uns wirklich, dass ihr so lange Zeit, teilweise auch schon oder auch erst seit kurzem, das ist eigentlich völlig egal. Uns freut es einfach, dass ihr mit dabei seid. Auch auf Instagram habt ihr die Möglichkeit, noch mehr Informationen, noch mehr Details zu unserem Aufnahmetag heute zum Beispiel live mitzubekommen. Freut uns, wenn ihr uns auch dort folgt. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Go Green! Mit Style!